Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Der Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird? Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein. Ah, okay, ja, 47.000 ist jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Na, 47.000 ist jetzt leider ist nicht viel. Schade. Stützt aber meinen Stand. Man doch gibt ein welches Auto. Großartig. Das wär's. Lass mich das machen weh. Er müsst machen. Passt. Ich misch mir nicht. Abmarschlack. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Stimmt. Ihr habt den einzigen Partner verloren, der nicht völlig gehirnamputiert war. Zu blöd, dass er auch ein Kinderficker war. Hier ist euer Deal. Verpisst euch, und zwar sofort. Sonst verhafte ich euch als Beteiligte an Bürgermeister Ryans Mord. Kinderficker also. Nein, das ist auch 18, aber da war eine Nummer zu wenig. Du Trottel. Und Trottel Nummer 2. Alter, am liebsten gleich Papa, Alter, und tschüss. Und Ende Gelände. Das wäre okay. Bombe gewesen. Das Gespräch. Ja, man kann's nicht. Wie war das nochmal mit Kinderficker? Wo ist? Mit dir unterwegs zu sein ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Also mit allen. Gut, dass keiner gestorben ist. Weniger Papierkram. Okay, auf zum Red Queens Race. Wärst du mit mir? Na klar. Na klar, fahr mal, Alter. Ich fahr bei dir mit. Spar mir den Tank. Jetzt jedes Mal, ich spar mir den Tank, Junge. Ich spar mir den Tank, Diggi. Wird sich fett gegönnt. Da wird sich definitiv ein bisschen Benzin gegönnt, Diggi. Alter, Benzin ist heute Tag teuer, Alter. Und in Night City noch teuer, also. Steppert sind wir mal armer Hund. Alter, kann ich mir kein Auto mehr leisten. Meine 30, 40 Autos, Alter, voll Tank bis zum Gehtnehmer, kann ich mir dann nicht mehr leisten, gell? Musst du mir fahren. So, was ist jetzt der Plan? Sag jetzt bitte nicht, ich soll als erstes alleine gehen. Ich hab so das Gefühl, wir gehen allein. Ich hab so irgendwie das ganz dezente, komische Gefühl, wir gehen allein. Was gehen wir? Wir gehen fix allein. 100%. Holen wir sich mal Tipps. Bin gespannt, was er zum Sagen hat. Nicht Cop sein. Wahrscheinlich nicht Cop sein. Einfach den Bauch kraulen und bloß nicht in die Augen gucken. Ha, ha. Hab keinen Durchsuchungsbefehl. Du musst das machen. Wenn du was findest, sag Bescheid. Der Haver ist aber auch nicht zum Gebrauchen, gell? Also sah man nicht ab. Irgendwie nicht. Hab ich so das dezente Gefühl, aber irgendwie nicht, aber na gut. Jetzt kommt's. Er hat mir gerade das Thema angerufen. Wo ist mit dir? Er ruft mich an. Also, er hat sie wahrscheinlich nur mal verlinkt. Das ist was anderes. Das ist definitiv was anderes, wenn er sie nur verlinkt. Aha. Aha. Hier ist eine Seitentür. Die Animals haben nicht mehr so viele Wachen. Haben die bestimmt ewig nicht gecheckt. Besten, wenn wir den Haverer da vielleicht nur irgendwie so ablenken könnten oder irgendwas wäre. Richtig, richtig nice. Ja, das wäre jetzt Bombe. Na moin, Digi! Servus, grüß dich! Alles klar, Spalett, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. So, und den haben wir, den Burm. Passt. Jetzt ganz schnell. Einmal kurz. Ja, aber doch, komm, du hast ihm da jetzt einen, du Volltrottel.
Gut, nehmen, ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Und jetzt hau ihm da rein, das muss keiner sehen. Muss keiner sehen, dass einer weniger da ist. Passt. Wer hat die scheiß verfickte Tür geöffnet? Mach zu! Mach zu! Ich wollte nicht, dass die Tür offen ist. Sieht mir jeder, Alter, dass ich den Weg verpacke, Alter. Wie ein Weihnachtsgeschenk oder irgendwas. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Die Tür ist einfach offen. Ja, voll geil, super, damit mega jeder sieht, dass ich da bin. Das muss ich mir mal definitiv gönnen. Niam, 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 niam. Nicht? Wurscht, drauf geschissen. Passt, ja, dann machen wir so einen kurzen halberten Scannerer. Mich würde es ehrlich gesagt interessieren, wie schaut es eigentlich aus? Wie viele Leute haben wir, beziehungsweise wie viele Gegner haben wir eigentlich vor uns? Das wäre auch nicht schlecht. Okay, da hätte ich wieder Ablenkungsmanöver, das könnte ich wieder ausschalten. Mich würde es ja. Oder geht der in der Roboter oder was? Da um bei der Piste einfach nicht her und tuff. Ich wollte heute lieber einen ruhigeren Stream machen, sage ich da ganz ehrlich. Das Spiel möchte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Zeit nehmen dann morgen. Weil morgen habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Nicht, dass ich sage, okay, passt, ich beginne das Game und dann habe ich gerade einmal 2 Stunden für das Spiel. Ich möchte gerne schon so ein bisschen, wenn es mir gefällt, natürlich ist eh klar, dann möchte ich gerne so 3-4 Stunden in das Game irgendwie reinbuttern, rein investieren und alles drum und dran, weißt du, was ich meine? Dann möchte ich mir halt natürlich auch dementsprechend ein bisschen Zeit nehmen, wenn es mir das schon quasi so sagst, so, ja, schau dir das an und alles drum und dran, würde ich mir auch wirklich liebend gerne noch ein bisschen, dafür dann noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Geil. Aber irgendwie aber auch schade, dass du wieder von neu gestartet hast. Aber trotzdem, wenn du noch immer motiviert bist, dann Bombe, Budi, Bombe. Bombe, Digi, Bombe. So. Bam, bam, bam. Da hätten wir gleich mal die ersten. Machen wir, ja, da hätten wir gleich auch ein C. Ja, da fehlt mir ehrlich gesagt eher so ein bisschen noch was anderes noch zusätzlich, aber wurscht. Wir haben das noch zusätzlich. Wir haben das, passt. Haben wir erledigt, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ne, Digi, du gönnst dir der jetzt nochmal. Ja, genau. Sich jetzt selber besser lieber ausschalten. Besser ist. Man kann nie wissen. Man kann definitiv nie wissen. Definitiv. Ja, why not? Bei mir ist es auch kostenlos. Ich bin eigentlich quasi gerade beim Runterladen. Hab's jetzt aber mit Absicht auch jetzt kurz gestoppt, weil das Internet so brokey-mokey ist. Keine Ahnung, wieso es so behindert ist, das Internet, aber. Ja, kann mal vorkommen, sage ich jetzt mal definitiv. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt ein Unmensch oder so, das muss funktionieren. Und kann mal vorkommen, aber sollte halt nicht vorkommen. Alter! Ich drück extra auf Viereck! Ich hab extra auf Viereck gedrückt, Alter! Lutsch meine Ehe, Alter! Lutsch meine Ehe, Alter! Mit dem scheiß Hammer, Alter! Depple mit dem Hammer, der ist ja Wahnsinn, der Lustige! Da komm her in die Fresse und tschüss! Was ist das? Ah, hi! Wenigstens kein einer zu mir! Na, immerhin! Oh, mit dem Rutschen! Oh, Digi! War zwar kein The Finals, aber immerhin! Dass ich während der Rutschen in den einen oder anderen Haverer haben dran kann. Der ist leider nicht. So gut bin ich jetzt auch wieder nicht. Passt. So, haben wir das erledigt. Komm her da. Oh. Aber wieder Hund gleich mal auf die Schwachstelle schießt. Bist du deppert? Was denn? Ich weiß einfach nicht, was gerade aktuell mit dem Internet los ist. Kann mal vorkommen. Überhaupt kein Thema. Weißt du, was ich meine? Ich sag's jetzt mal so, aber 3 Tage hintereinander. Ich will einfach auf entspannt den Stream starten. Und es fuckt halt einfach komplett ab. Es fuckt komplett ab. Ich kann's verstehen, wenn man sagt, okay, zur Weihnachtszeit, also genauso am 24. oder am 31.
lass ich es mal einreden, weil sehr, sehr viele daheim sind, Internet benutzen, alles drum und dran. Aber vor Weihnachten, aber sowas von. Aber ich mir schon doch irgendwie doch gehabt, der Forschen kennst du wie im anderen dezent, aber na gut. Okay, ich hab glaube ich sogar schon mal einen Weg auch gefunden, was wir nehmen könnten. Bam, bam, bam. Ja, habe ich den 55er. Da habe ich CC. Ja, sehr gut, passt. Dann haben wir wieder zwei. Ja, definitiv, Alter. Bist du heppert. Ich muss sagen, irgendwie kurz nochmal zum Thema der Finals. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht von The Finals. Ich bin echt wirklich so, ich habe mir doch gehabt so, ja, wow, von den Battlefield-Machern und alles drum und dran. Also, weißt du, die, was halt quasi von EA weggegangen sind, damit sie Ruhe haben von EA. einfach quasi ein eigenes Entwicklerstudio gegründet und alles drum und dran. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe irgendwie so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass ich jetzt wirklich sage, okay, passt. Ich kann mal wieder in einen Multiplayer-Shooter mal wieder ein bisschen Zeit investieren, ein bisschen Zeit reingrinden. Ich würde mir auch wirklich, wirklich gern das neue Modern Warfare 3 kaufen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen gierig dafür, muss ich ganz ehrlich gestehen. 80 Euro wieder auszugeben für das, dass ich wahrscheinlich, obwohl viele schon wieder auch gesagt haben, es ist auf eine gewisse Art und Weise eh auch gut, wegen Nostalgie, wegen die alten Maps und alles drum und dran. Aber irgendwie, ich will es mir nicht kaufen, weil ich einfach irgendwie nicht enttäuscht werden möchte. Falls da der ein oder andere das vielleicht nachvollziehen kann. Ich würde echt wirklich sehr, sehr gern Modern Warfare 3 kaufen, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich dieses Bild, was ich damals in meiner Kindheit gehabt habe, irgendwie verlieren könnte von Modern Warfare. Dementsprechend will ich es irgendwie in mir drin trotzdem beibehalten, so dass ich halt einfach das Spiel nicht kaufe. Wenn ich es kriege, ist es dann wieder was anderes. Sicher werde ich da mal reinschnuppern und alles drum und dran werde es zocken. Aber dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen das Game, aber auch in der Hinsicht auch ein bisschen anders behandeln. Als, okay, danke fürs Zumachen. Als wie, wenn ich es mir selbst kaufen würde. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich es dann selbst anders behandeln. Das nenne ich anscheinend sehr, sehr schicke Mickey-Club, Alter. Bist du eppert. Ja, aber so das dezente Gefühl, die wissen sicher schon, dass wir da sind. Naja, na immerhin ein bisschen leise bin. Du armer du. Leise bin, ganz, ganz böse. Taugt er überhaupt nicht. Oh, okay, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen Spaß habe, jetzt da was gemacht habe, aber ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht zu base. Aber ich freue mich schon, wenn es dann wieder heißt, wieder Sonntag, dritter Advent, Gutscheintag, Gewinnspieltag. Da bin ich mal definitiv gespannt, was der ein oder andere mal wieder sagen wird. Ich wollte unbedingt vertuschen, was immer hier passiert ist. Oh. Wonach suchen wir? Suchen wir nach etwas, das... Weil diesmal, werde ich so ein bisschen den Spieß umdrehen. Vielleicht wird der ein oder andere Song ein bisschen arschlochmäßig, also bei dem Gewinnspiel dieses Mal. Diesmal könnte es vielleicht sein, dass sogar der ein oder andere sagt, boah, du Wichser, wie kannst du das nur machen oder sonst was. Ich werde einfach quasi das nächste Gewinnspiel, das kann ich eigentlich quasi so sagen, also quasi kein Spoiler ist zum Gewinnspiel. Dieses Mal müsst ihr was für mich machen. Dieses Mal müsst ihr einfach was für mich machen. Der ein oder andere wird sagen so, boah, Digga, ernsthaft? Oder der andere so, war eh irgendwie klar, dass sowas auch irgendwann mal kommen sollte oder sonst was. Ich habe mir irgendwie so gedacht, so, okay, passt. Ich habe jetzt mal ein bisschen auch mal wieder was hergegeben. Jetzt kriegt ihr auch wieder was, also wieder ein Gutschein.
aber ihr müsst halt für mich auch etwas machen dafür. Sagen wir es mal so. Lucius Ryan, Ex-Bürgermeister von Night City, war hier am Abend seines Todes, richtig? Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mir dafür was richtig Geiles noch zusätzlich überlegt. Für denjenigen, der es schafft. Für denjenigen, der es schafft, habe ich sogar noch was Zusätzliches überlegt. Doppelt oder nichts. Doppelt ohne nichts, habe ich mir gedacht. Das heißt, quasi, dass du den Gutschein quasi dir verdoppeln lassen kannst, wenn du beim nächsten Mal wieder gewinnst. Das heißt, du kriegst quasi den vom 3. Advent, vom 4. Advent und quasi noch einmal die 25 obendrauf. Also du kriegst dann eigentlich quasi im Endeffekt einen 75 Euro Gutschein. Wenn man halt das natürlich dann auch am 4., also zu Weihnachten dann auch schafft. Das, ja, das ist halt wieder dann die Frage. Das ist halt dann wieder die Frage der Fragen. Für wen habt ihr den Laden verwüstet? Was kümmert's dich? Ich könnte eure Bezahlung beschleunigen. Scheiße! Sehe ich so aus, als würde ich solches Kopf haben, oder was? Kein Hax mehr, wo ist drum und dran, aber nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Hat mich auch verarscht. Wie er dich hat, dass er in der Deckung ist, was will der Arm? Gib ihr euer Geld. Aber zuerst muss ich wissen, dass wir denselben Wichser meinen. Well, then hold. Die Bulldogge? Lucius Rhines rechte Hand? Bürgermeisterkandidat in der kommenden Wahl? Aber ich finde, das ist diesmal ein richtig geiles Spiel. Danke mal wieder. Hilfe. Ich tue euch was Gutes, ihr tut mir auf quasi auf eine gewisse Art und Weise was Gutes. Wir können sogar den Gewinn verdoppeln und alles drum und dran. Ich finde das geil. Ich finde es irgendwie geil. Oder ein oder andere dann wieder sagt so, das war eh klar oder du bist ein Ball oder irgendwas. Nehme ich jetzt vielleicht dann in der Hinsicht auch ein bisschen in Kauf. Sage jetzt eigentlich im Prinzip. Aber ich bin gespannt. Boah. Ich glaube, es wird trotzdem wieder spät sein. Ich glaube, es wird so eher so dieses, ich komme für eine Stunde oder für zwei Stunden kurz live und dann gehe ich wieder offline. Müsste ich noch bereden am 24. Aber normalerweise in der Früh nicht. Normalerweise komme ich dann nicht in der Früh. Wenn, dann erst am Abend komme ich dann live. Also ich rechne auch wahrscheinlich sehr, sehr stark damit. Das ist, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich kurz Stream machen für ein, zwei Stunden, vielleicht ein neues Game, vielleicht auch kein neues Game, wer weiß. Wie es da ausschaut, mal wieder. Vielleicht gutscheintechnisch oder irgendwas werde ich mir da vielleicht ein bisschen was besorgen. Man kann ja nie wissen. Und ja, wir werden definitiv auf alle, ich werde zu 100% zocken, das auf alle Fälle zu 100% werde ich zu Weihnachten reinkommen in den Stream. Ist halt dann wieder nur eine Frage der Zeit. Weißt du, so die nächste Frage ist so, was habe ich gestern gegessen? Das wäre so. Die nächste Frage, was habe ich das letzte Mal gegessen? Irgend so eine behinderte, richtige Missgeburtenfrage. Wo man einfach nur gefühlt vielleicht sogar verlieren kann oder sonst was. Wieso schleichst du noch, Budi? Wir sind schon längst aufgeflogen. Passt, der eine ist am Ball oben. Das ist gut. Weißt du, ich muss schauen, ich muss ein bisschen plündern. Muss ein bisschen unbedingt plündern. Ich muss wieder das Geld reinkriegen. Was ich verloren habe. Muss unbedingt. Ist sogar noch warm, Alter, bist du eppert. Also, da würde ich jetzt definitiv nicht nachsagen. Das Einzige, was mir jetzt dezent mal wieder am Arsch geht, ist,
Wieso hockt der Vollidiot die ganze Zeit? Wo ist Miriam? Er geht da herum, Alter, wie würde er sich gerade ausschießen? Aber voller Wisch. Oh, die Punkte musste ich mir jetzt gönnen. Die Punkte musste ich mir jetzt gönnen. Auf Techie angelehnt, alles klar. Und gleich nochmal. Sehr gut. Bin ich gespannt. Wie schaut's denn da jetzt eigentlich aus? Ah, Charakter. Würde mich interessieren. Ja, Shinobi, aber Shinobi dauert auch noch relativ lang. Könnte aber möglich sein, dass wir dann quasi auch bis Level 60 leveln können. Würde ich definitiv auch feiern. Ja, das muss man sagen, wenigstens bis Level 60. Aber Digi, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, gell? Okay, 300. Ja, ein bisschen ein Schilling, ja mei. Kommt halt ein bisschen was zusammen, aber nur dezent, ein bisschen. Aber wirklich nur ganz, ganz dezent kommt da was rein, aber nach cool. Was ist das? Aha. Ich höre nur irgendeinen Notgeilen. Irgendeinen notgeilen Haverer her, da gerade die ganze Zeit. Die sind das Wichtigste. Würde man sagen, machen wir mal den hier, weil man kann ja nicht wissen. Patatenaufnahme! Da für ein Brett. Ist seit mindestens einer Stunde tot. Nein, keine Traumakarte. Hatte sie sicher absichtlich nicht dabei. In so einem Club will man nicht, dass Traumateam die Tür eintritt, wenn es gerade richtig zur Sache geht. Das Herz, denke ich, hat sich wohl etwas übernommen. Okay. Ja, machen wir so. Rechtsmediziner wird ihn zu Hause finden. Ich sag ihm, was er schreiben soll. Friedlich im Schlaf gestorben. Die Jungs bringen ihn weg. Nein, keiner wird was merken. So ein Quatsch. Hund. Ach du Scheiße. So ein Hund. So ein Bellamer. Der eigene Partner, Alter. Irgendwie fast wieder gefühlt eher Klassiker, oder? Dass der eigene Partner mal wieder einen verrät und alles drum und dran. Na gut. Ja, klopfen wir dann immer. Das passt. Na sowas, der kommt mir bekannt vor. Ich bin nicht in Stimmung für Witze. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Gehen wir. Wir haben definitiv. Oh. Na wart. Wenn er steht bleibt. Ich werde mir das ein oder andere. Ah, ich kann auch verlinken. Sehr gut. Naja, man kann ja nicht wissen. Vielleicht finden wir ja noch mehr Beweise, weißt du? Kann ja vielleicht irgendwas möglich sein. Okay, das waren alle Beweise, wie, oder? Alles okay? Bot. Wie? Hörst du mich schon? Atmen. Ist auch fast hier, oder? Danke, dass du so schnell reagiert hast. Kein Problem. Alles okay? Pickel hier, oder? Was ist das? Was war das, wie? Wenn du mich fragst, hatte Ryan keinen Herzinfarkt. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Aber... Jemand hat seinen BD gespiked. Hat ihn erledigt. Fuck. Glaub, du könntest recht haben. Komm, weh. Also, na, warte. Wenn er eh schon stehen bleibt... Wenn er eh schon stehen bleibt, dann muss ich mal gönnen. Dann muss ich mir definitiv gönnen. Okay, also die Musik gönnt sich aber auch ordentlich. Büste. Okay, lass uns abhauen. Würde ich auch sagen, ja, schleichen wir sie. Einen anderen Ausgang besser. Sehen. Definitiv besser. Schleichen wir sie.
Noelle einfach gerade so motiviert. Oh, vielleicht jetzt die perfekte Musik, dass wir unseren eigenen Partner aufmischen. Beste, aber der kann sie jetzt was anhören von uns. Oh, shit. Er ist richtig im Arsch. Er ist auch ein bisschen dezent, Hass, aber nur dezent. Ein bisschen. Oh, die. Klappe, Harold. Ich weiß, was du getan hast. Ich werde nicht fragen, warum du es vertuscht hast. Oder wie du in den Schlamassel geraten bist. Sag mir nur, wer es befohlen hat. Was kümmert's dich, River? Dein Gewissen ist doch blütenrein. Du kannst nachts ruhig schlafen. Und warum? Weil ich alles auf mich genommen habe. Du hast echt keine Ahnung, wie diese Stadt tickt. Hältst dich für einen Idealisten. Glaubst du, das bedeutet irgendwas? Tut es nicht. Hat es nie. Hey, guck nicht so, Söldner. Du weißt, dass ich recht habe. Ja. Bin nicht von hier, sondern von draußen. Ah, Nomade. Weißt du, das NCPD ist meine Familie. Mein Clan. Und die Familie lässt man nicht im Stich. Du kehrst deinen Leuten nicht den Rücken zu. Red kein Bullshit, Hahn. Eure Kopfbruderschaft hat nichts mit den Clans gemein. Loyalität. Blutsbande. Die Familie über dem Einzelnen. Soll ich weitermachen? Wie? Danke für die Hilfe. Aber hier geht's nicht um dich. Ich kümmere mich drum. Und wie, hä? Nimmst du mich jetzt fest? Ich habe die Aufnahme, ein Motiv und ein Geständnis. Also ja, vielleicht. Wobei es nicht viel bringen würde. Du musst mir nicht mal sagen, wer es befohlen hat. Ich weiß es schon. Und da selbst der Chief die Finger da drin hat, melde ich's direkt der Dienstaufsicht. Die werden auch nichts tun. Mir jedenfalls. Aber dich haben sie danach im Visier. Geh nach Hause, Ward. Schlaf drüber. Morgen siehst du es mit anderen Augen. Ich bin jedenfalls weg. Fuck. Ich habe es jetzt nur sicherheitshalber nur ganz kurz zu einer anderen Position gegeben. Das hätte mich jetzt aber nur ganz kurz auch ein bisschen interessiert. Ob das Internet jetzt dadurch besser ist aber nie, oder auch nicht, aber ich glaube nicht. Nein, aber ansatzweise glaube ich, dass das Internet jetzt dadurch besser geworden ist, aber passt. Lass es jetzt einmal so stehen. Ja, Internet ist komplett broken. Aber komplett hammer. So schlimm, glaube ich, war es noch nie. Oh ja, damals, wo ich den Router zusammengehauen habe, weil ich so brennhaß war. Ja, voll. Geht ja gar nicht, weil da war er dann komplett hier. Ich hab vorher auf dem Router draufgeboxt. Ich war so brennhaß, kurz vor Weihnachten. Ich hab voll draufgehauen, aber volle Wäsche. Schöne Zeiten. Also, was jetzt? Ich lass nicht locker. Kann ich nicht. Holt hat Ryan ermordet. Wollte seinen Posten. Das Internet ist immer noch schlimmer geworden als wie vorher. Scheint mir logisch. Top. Und das NCPD hat die Spuren verwischt. Würde mich jetzt volle Wäsche interessieren. Was zeigt er mir jetzt an? Gegensatz zu vorher. Das würde mich jetzt echt voller Wäsche interessieren. Weil mir kommt es jetzt irgendwie so vor, wie wäre das Internet jetzt noch schlimmer als wie vorher. Aber da bist du. Position hat es echt ausgemacht. Ist richtig schlimm geworden, richtig schlimm. Und ich sehe es gerade, es schafft nicht einmal mehr 1000. Bombe, Brudi, Bombe. Richtige Bambusleitung, Alter. Das ist nur eine Internetleitung, wo du kurbeln musst. Da musst du noch kurbeln. Damit du vielleicht ein Internet kriegst.
Aha. Das kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen, dass das jetzt da so ausschaut, aber na gut. Im Ding. Stream. Ja, im Stream kannst du das jetzt auch nicht wirklich gescheit. Ja. Hängt sicher. Mal wieder. Nein, Internet kannst du vergessen. Internet kannst du komplett vergessen. Ich hau es jetzt nur nochmal. Woanders hin. Ich glaube auch, es war Holt. Er war scharf auf den Posten. Ich melde das der Dienstaufsicht. Sollte reichen, um den Fall wieder aufzurollen. Komm, weh. Das. Was hast du jetzt vor? Meldest du dich jetzt bei den Perales? Ja. Okay. Ich bleib noch hier und beobachte. Danke, Vi. So, das würde mich jetzt interessieren, ob jetzt das Internet besser ist. Ich habe jetzt eigentlich auch die Position mal wieder verändert. Bombe, Booty, Bombe. Wenn ich das Internet 20.000 Mal verändere. Vorher schau noch ganz kurz. Für mich auch selbst. Kurz in den Stream rein. Oh ja, Internetleitung ist echt wie Bambus. Internetleitung ist richtig wie Bambus, Booty. Ich sehe es gerade, Alter. Richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Ganz komplett vergessen. Sorry für die Aufnahme dann in dem Fall. Kann ich jetzt nur mal kurz dazu sagen. Aber ja, ruf mal kurz währenddessen kurz an, hätte ich gesagt gehabt. Bis die Probleme vielleicht gelöst worden sind. Wegen Ryan. Ich habe eine Ahnung, was passiert ist. Sehr gut, komm bitte vorbei. Die Sache ist heikel. Wir besprechen das lieber persönlich. Beeil dich bitte. Persönlich, sondern ohne Vorbeischauen. Ja, obwohl Schnürreis und alles drum und dran. Zeig mal her. Das würde mich sehr mehr interessieren. Mit Schnürreis. Oh, schmeckt. Die Schnellreise schmeckt definitiv. Und Bambusleitung. Fix Bambusleitung wieder geht am Start. Ja, moin! Ich glaube, ich habe es aber nur schlimmer gemacht statt besser, weil ich so das dezente Gefühl habe, passt schon. Das ist ganz komplett vergessen. Ganz komplett vergessen, das Internet. Was drauf geschissen. Wir sind oben. Danke. Jetzt bin ich aber gespannt, was. Jetzt bin ich definitiv gespannt, was die dazu sagen. Wird bestimmt mehr als nur eins, aber okay. Yep. Sag ihnen nichts, misch dich nicht ein. Dieser Schlamm reicht tiefer, als du denkst. Wenn du nicht aufpasst, bleibst du stecken. Ich passe immer auf. Gut, mach was du willst. Du hörst ja sowieso nicht auf mich. Also dementsprechend geschossen. Hallo, Vi. Bitte komm rein. Mach's dir gemütlich. Jefferson kommt gleich dazu. Bruder. Bozen hinten, Alter. Bist du, Bruder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Super Hit, Alter. Leg mir fetter Marsch, Alter. Bitte, setz dich doch.
Eben, widersprechen können wir auch noch. Ja, dann reden wir sicher jetzt aber mal ganz kurz mit dir, bevor ich mich hinsetze. Hi. Okay, dann halt nicht. Danke. Na doch, wir können sie hinsetzen mit der ein bisschen quageln. Hi. Servus, Chefe. Schön, dich zu sehen, wie. Ich hoffe, Alter, für den Status, was du hast, sollst du aber auch dementsprechend, gell? Elisabeth sagt, du hast Antworten für uns. Ich bin ganz Ohr. Es ist nicht hundertprozentig klar, was passiert ist. Wir brauchen keine 100%. Also? Naja, ich habe eine Vermutung. Und steckt dahinter, Brrrt. Es war ein Unfall, ein ziemlich peinlicher. Ryan starb in einem Sexclub. War wohl zu viel für ihn. Und keiner hat nachgeholfen, damit sein Posten frei wird? Ich denke nicht. Das erleichtert mich. Gut zu wissen. Aber warum die Lüge? Egal, sag es nicht. Ich weiß schon. Öder Tod, öder Fall. Aber Liz hat recht. Jetzt können wir ruhiger schlafen. Danke für die Hilfe, Vi. Dein Geld. Passt gut auf euch auf, ihr zwei. Jetzt bin ich aber gespannt, wie wir fürs Zeit haben. Jetzt bin ich aber definitiv gespannt. Und 17. Ja, oh, ja doch. Ist schon nicht schlecht. Ja, da kann. Kann ich jetzt definitiv nichts dagegen sagen. Definitiv überhaupt nichts. Na. Ist okay. Ist definitiv schwer in Ordnung. 17.000. Ja. Ist okay. Ist definitiv in Ordnung. Die hätten sich aber auch noch besser gezahlt. Die hätten safe doch besser gezahlt. Da hätten wir safe noch ein bisschen mehr rausholen können, Leute. Fix. 100%. 100%. Das Einzige, was mir vielleicht dezent aufs Arschloch geht, ist, dass ich das jetzt die ganze Zeit sehen muss, gell? Irgendwie. Gefühlt. Jedes Mal sehe ich so, ja, das. Westbrook-Rennen. Aha. War interessant, dass mir das jetzt angezeigt wird. Passt. Ich würde sagen, let's go, Auftrag. Perfekt.